Hallo Leute, ciao von Andrea Unger. So, wir sind in einer Situation, die wirklich verrückt geworden ist. Wir haben die Volatilität an den Börsen, die so hoch wie nie war oder so schnell gegangen ist zu Top-Niveaus wie nie. Und jetzt haben wir auch negative Preise auf Rohöl. Kann das sein? Hatte man das gedacht? Ich glaube nicht. Aber es ist passiert. Auf der Expiry Mai haben wir einen Settlement Price von minus 37 gesehen. Sowas. Und nächster Tag hat es sich ein bisschen wiederholt. Aber was bedeutet das? Und was ist bei den Systemen passiert? Sind negative Nummern in der Kalkulation gefährlich? Wird das verrückt? Kann man irgendwie gefangen bleiben in so einer Situation oder nicht? Das will ich mal ein bisschen analysieren, besprechen, weil ich automatisierte Trading handle. Und die Frage ist, in dem Fall, ist es gefährlich oder nicht? Automatisiertes Trading kannst du auch, wenn du willst, was mehr wissen, hier bei dem Link unten kannst du dich registrieren, das ist frei. Aber wie gesagt, was ist genau passiert? Es ist passiert, dass zwei Tage vor dem letzten Tag, diesen Tag vor dem Mai-Kontrakt, ist alles komplett runtergefallen, bis zu negative Preise. Was bedeuten diese negative Preise? Im Prinzip bedeutet das, die Rohöl, die Produktion haben, okay, in Amerika, Oklahoma oder irgendwo, die haben sogar noch bezahlt, das zu verkaufen. Also, wie wenn du jetzt zum Markt gehst und du findest einer, der dir Tomaten verkauft und der sagt, komm, nimm die Tomaten, ich zahle dir 10 Euro pro Kilo. Das sieht ein bisschen komisch aus, oder? Warum? Das Problem war, dass niemand wollte dieses Öl. Man hatte keinen Platz mehr, das zu lagern. Warum denn? Wir wissen, dass die ganze Welt hatte am Moment nicht Not wie vorher für Rohöl, Energie, sagen wir, weil alles im Lockdown ist. Und man hat geschätzt, dass die Not für Benzin und so weiter 30% gefallen ist. Und das heißt, Lager sind voll, man hat keinen Platz, Öl zu lagern und niemand will das. Es wäre also für die Leute, die die Produktion durchführen, billiger zahlen, das rauszuschmeißen, statt entweder das zu halten selbst oder Produktion stoppen oder halten lassen, weil normalerweise wird dann kompliziert, sowieso für die kleinere, dann wieder anfangen, wieder starten. Das ganze Ausdrücken ist zu kompliziert. Also das ist ungefähr, was man sagt. Es ist aber nicht unbedingt alles. Es ist auch so, dass es gibt zwei Typologien von Futures, die Futures-Derivate. Und eine ist die bekannte, die CL-Futures. Dieser CL-Future ist einer von den Futures, wo man direkt Öl kriegt. Das passiert nicht genau so, aber es ist etwas Ähnliches. Und es gibt dann ein Financial Future, heißt das. Das ist nicht so bekannt. Und dieses wird Cash Settled. Das heißt, am letzten Tag, letzten Moment, wird das Unterschied zwischen Kauf- oder Verkaufspreis mit dem Settlement verglichen und dieser Abstand wird dann in Dollarwert kalkuliert und das Geld kriegt man oder muss man zahlen. Es gibt einige Futures, die schon als Cash-Settlement geboren wurden, zum Beispiel Lean Hawks, bin schon mehrmals drinnen geblieben, mein Fehler. Und weil in dem Fall kommt keine Nachricht vom Broker, pass auf, du hast den Future in deinem Portfolio und jetzt ist noch letzter Tag, jetzt kommt nicht, weil alles Cash reguliert wird. Bei den anderen kriegt man diese Nachrichten. Und nicht nur, es gibt auch andere Setups beim Broker, sodass es in der Praxis unmöglich ist, am nächsten Tag diese Future im Portfolio zu haben.
Also keine Angst, Öl kommt nicht zu Hause. In dem Fall wäre es sehr billig gewesen. Man könnte so 100 oder mehr Tanken Öl kaufen. Man wurde sogar noch bezahlt dafür und man muss nur Platz haben, die irgendwo zu lassen und warten, bis die Situation wieder besser wird. Aber okay. Aber was ist bei den Systemen passiert? Und habe ich in der Tat etwas gehandelt mit negativen Preisen? Das will ich dir zeigen auf meiner Cloud und dort wird ich dir auch, ich zeige nicht alle Systeme, ich nehme nochmal ein System, dasselbe System, was ich dir schon einmal gezeigt habe. Warum das System? Weil das funktioniert, die anderen sind alle kaputt. Nein, das ist das System, wie schon gesagt, das war mein Portfolio vom Weltmeister Depot, Signale, die wir für einige Jahre hatten in Deutschland. Und also das System ist schon, hat schon eine Geschichte, eine echte Geschichte, die Leute sehen konnten mit den Signalen. Also das will ich dir zeigen. Und ich will zeigen, wie das jetzt in dieser Phase von Öl funktioniert und was bei den negativen Preisen passiert ist und was nicht. So, wie gesagt, hier ist die Chart. Und hier sind einige Trades. Ich gehe ein bisschen zurück. Das ist das System, was ich gesagt habe, auf Rohöl. Und wir können mal sehen, bis wir hier in ungefähr in 2020 sind. Da war Ende Januar, okay. Okay, hier ist es ungefähr angefangen. Also es werden noch 65, 66 und so weiter. Ein Short Trade und hier ein Trailing Exit, sagen wir. Das ist das System vom Weltmeister Depot. Also schon ein schönes Gewinn, hat die Downwards-Abwärtsphase gut gehandelt. Es ist nicht drinnen geblieben. Es gibt also einen Ausstieg, was nicht immer natürlich ideal ist. Hier wäre es besser gewesen, noch weiter in der Position zu bleiben. Aber das ist nicht ein rein Trend-Following-System. Das ist mehr ein Swing-Trading-System, was auch einige gute Trends trifft, aber nicht die ganze Trends natürlich. Ich glaube, es gibt kein System, was die ganzen Trends normalerweise trifft. Dann später, gehen wir ein bisschen weiter, hier hat es wieder versucht, Short einzusteigen, gut ausgestockt, dann ein Gewinn sogar auch in Long Trade und dann wieder ein Short Einstieg, das war am 21. Februar, hier waren wir noch ziemlich gut, über fast eine Gegend von 60 Wert und hier hat es auch ein schönes Gewinn geschafft. Ziemlich gutes Gewinn, also nochmal ein Trend, ein guter Trend getroffen, hier, das war ein Take Profit sogar noch, okay, also sehr gut, so jemand ist da. Dann ist hier nichts passiert, leider hat es hier nicht die Einstiege gefunden, die im Fall gar nicht schlecht gewesen wären, sowieso mit diesem Gap über das Wochenende, das wäre gut gewesen. Weiter ist ganz wenig passiert. Warum ist ganz wenig passiert? Will ich dir ganz kurz erklären. Dieses System hat ein ADX-Filter. Also wenn die Geschwindigkeit von dem Markt zu hoch ist, dann steigt das System nicht ein. In dem Fall war es natürlich nicht besonders gut, weil wir hier nicht gehandelt haben, aber man kann nicht immer alles treffen. Aber generell, dieses Filter funktioniert ziemlich gut. Also wenn ADX größer ist als 35, ADX geht von 0 bis 100, dann handelt das System nicht. Und hier, das sind die letzten Tage, okay? Gab es einen Einstieg am 14. April, hat wieder ein Take Profit, das war am 20. April, und dann ein ganz schneller Take Profit am 21. Der Tag, wo alles verrückt war. Aber die Frage ist, oh je, wo sind die negativen Preise? Hier gibt es doch ein Tief von 6 oder sowas. Das Tief hier war also 6,50. Und sicher nicht negativ. Was ist denn passiert? Habe ich hier etwas verloren? Nein, die Tatsache ist, dass diese Preise, und die hier auch schon noch, sind schon die Preise von der Juni-Kontrakt, von dem Juni-Kontrakt, nicht von dem Mai. Warum? Weil die Data Provider, also die in dem Fall IQ Feed, die Daten liefern. Hier ist das DTN IQ Feed, das ist von meinem Handel, die an einer bestimmten Zeit vor dem Expiry, von den letzten Tagen, von dem Kontrakt, rollen, das Rollo auf den neuen. Und
Das passiert normalerweise, wenn die Volumen auf den neuen Kontrakt höher werden oder generell ein fixer Abstand vor dem Schluss von dem Kontrakt. Also es passiert nicht, dass wir am letzten Tag auf der neueste Expiry, das kann nicht sein. Und in dem Fall haben wir natürlich trotzdem ein guter Trade hier geschafft. Also ein paar Stunden haben wir ein Take-Profit, was wir normalerweise für eine Woche gebraucht hatten, geschafft. Aber wir waren nicht in den negativen Preisen. Die negativen Preise haben hier nicht stattgefunden. In der Zukunft werden wir vermutlich hier negative Preise haben, hier ein paar Jahre, weil wenn man weitergeht, werden die Preise auch back-adjusted, also die älteren Preise werden rekalkuliert, damit es ein continuous Contract gibt. Das sind alle Informationen, die ich dir irgend anders geben kann, wenn du willst. Aber wie gesagt, am Moment war unser Handel nicht unter Null. Es war immer noch positiv hier. Also die Maschine hat nichts zu tun gehabt mit negativen Preisen. Im Prinzip sollte das kein Problem sein, aber ich weiß, dass auf dem Kontrakt von Mai gab es Probleme, die Positionen zu schließen unter Null. Also ich glaube, Interactive Brokers hat das gesperrt oder sowas. Ich weiß nicht genau, weil ich, wie gesagt, war nicht auf dem Mai-Kontrakt und habe das also nicht erfahren. Okay. Und das ist also für mich nicht schlimm gewesen. Hier ist das System. Und wie gesagt, es hat in 2020 gutes Geld verdient. Diese Tage sowieso, wie es weitergehen wird, werden wir nicht. Und hier, wie gesagt, habe ich auch gesehen, dass es heute, hier ist es jetzt, die Bar, die bei 11 Uhr gehalten hat, Markt ist jetzt zu, hat ein bisschen wiederholt und man sieht ein bisschen wieder Licht in der Zukunft. Also, du hast gesehen, keine negative Preise auf meine Charts. Es kann also nicht passieren, dass man bis zum letzten Tag auf Futures, die nicht cash settled sind, noch arbeitet. Man kriegt Infos, man sieht, wie die Preise wechseln auf den Charts, sodass man weiß, dass man auf der neuen Expiry rollen muss. Rollover heißt das. Und die letzten Tage waren also schon auf Juni gehandelt und nicht mehr auf Mai. Habe wohl gesehen, die Bewegungen waren schon ziemlich stark. Nicht so stark wie im Mai, das ist wichtig, weil das heißt, das Contango, also die Preise von der weiteren Expiry sind höher als die von der näheren. Das ist also, ich will jetzt nicht in Tiefe gehen. Wenn jemand interessiert, kann ich das in einer von der nächsten Ausgabe mal erklären. Schreib bitte, wenn du das, was Contango Backwardation bedeutet und ob du da Interesse hast, das kann ich dann erklären. Aber jetzt ist es nicht so wichtig. Aber in jedem Fall, Mai war nicht in unserem Portfolio, weil es einfach erst rausgerutscht ist. Und das ist auch irgendwie ein Teil vom automatisierten Trading, weil es wird automatisch, dass man pro Zeit zu der neuen Expiry geht. Und also diese Probleme, die auch ziemlich groß sein könnten, nicht erfahren kann, weil man nicht dabei ist. Ob es das eine Limitation ist, eine Begrenzung oder ein Vorteil, das kannst du, für mich ist es ein Vorteil, aber das kannst du selbst entscheiden. Und kannst auch hier kommentieren. Das war's also. Was wird in der Zukunft passieren bei Euroöl? Schon heute, in dem Moment, ist fast 11 Uhr abends von den, was ist heute? Es ist Mittwoch, den 22. glaube ich. War nicht, sorry, ja, 22, ich werde alt, nicht so spät. Normalerweise bin ich im Bett, aber heute Abend ist meine Frau mit der Kleinen, die ist Jurassic Park 3 im TV. Und die sind dabei, also ich kann noch nicht in Bett gehen. Okay, und was in der Zukunft passiert, kann ich nicht wissen. Aber heute war abends die Situation auf Royal Juni und Juli natürlich schon ein bisschen besser. Die sind wieder gestiegen und es scheint, dass es wieder ein bisschen normaler wird. Es ist natürlich so, dass in einem Monat könnte es wieder so sein, dass man noch die Lagerprobleme hat und so weiter und dass dort noch etwas passieren kann. Also pass auf, es ist nicht
aus meiner Sicht die Zeit heute zu spekulieren auf Rohöl. Nicht die Zeit zu kaufen. Niemand kann dir sagen, ob die Preise steigen werden. Das kann niemand wissen, wirklich. Das wäre nur eine Spekulation, eine reine Spekulation, aber dort hast du entweder Glück oder Pech. Aber es ist so ein 50-50. In dem Moment ist das leider so. Man kann nicht wissen, wie es weitergeht. Nur gesagt, in diesen Tagen wird es vielleicht besser. Ich habe das auch gedacht, hatte gestern mit einem Kumpel gesprochen, sage, ab morgen wird es vermutlich ruhiger sein. Das ist passiert, so weit, vielleicht ist morgen wieder verrückt. Aber wenn man jetzt in der Nähe sein wird vom nächsten Expiry, könnte es wieder schlimm werden, wenn die ganze Situation in der Welt nicht ruhiger wird. Und vermutlich auch, wenn es nicht einige größere Entscheidungen kommt von den Regierungen. Das weiß aber auch keiner. Und wir warten drauf und wir werden es sehen. Es gibt sehr viele andere Märkte. Man muss nicht unbedingt auf Rohöl arbeiten, wenn es wesentlich gefährlicher ist als anders. Also es ist nicht zu tief zu kaufen, es ist nicht, es ist einfach zu gefährlich. Das ist meine Sicht. Ich mit automatisiertem Trading habe die Regeln, die geschrieben sind, in meinem System. Willst du auch etwas wissen? Wie gesagt, da unten ist der Link, wo du registrieren kannst. Und wir treffen uns dort, wenn du willst. Oder sonst kommentiere hier, frage, sag deine Meinung dazu und wir bleiben in Kontakt. Bis nächstes Mal wieder. Alles, was ich euch sagen kann. Ciao von der Nacht. Für mich ist es Nacht. Ciao von der Ungarn. Bis nächstes Mal. Ciao aus Italien.